Herzlich willkommen, Heiko Schöning. Sie sind Arzt und Autor aus Hamburg. Wir haben heute ein heißes Thema zu besprechen, denn es geht um einen möglichen heißen Krieg. Einsteigen müssen wir mit diesem Thema, mit dem Thema von Johanna F., Vorsitzende der Partei Die Basis. Was ist hier der Hintergrund? Ja, der Hintergrund ist, dass die Vorsitzende der Demokratischen Partei Die Basis seit dem 22. Mai 2023 in Untersuchungshaft genommen worden ist und dass ihr auch Terrorismus wohl vorgeworfen wird. Sie ist Vorsitzende des Landesverbandes Baden-Württemberg, also das große deutsche Bundesland, welches an die Schweiz grenzt. Und inwiefern wird ihr Terrorismus vorgeworfen? Ja, es geht da wirklich um eine wirklich Geschichte, die so absurd ist, dass man sie kaum erzählen mag, aber die Implikationen sind wirklich sehr weitreichend. Und wir hatten auch ähnliche Sachen schon in der Geschichte, darauf kommen wir noch. Es geht tatsächlich darum, dass Johanna F. eine sehr friedliebende Frau ist, bei allen, die sie kennen, wirklich sehr beliebt. Es geht darum, dass Johanna F. Kontakt zu einem russischen Diplomaten aufgenommen hat. Tatsächlich ist es so, dass es im Zuge einer Gedenkfeier eines tragischen Flugzeugabsturzes war, der sich vor vielen Jahren ereignet hat, bei dem 50 russische Kinder leider ums Leben gekommen sind. Diese Gedenkfeier wird in Baden-Württemberg immer begangen. Da wird auch jemand von der russischen Botschaft eingeladen. Und Johanna F. war die Einzige, die die Menschlichkeit besessen hat, auch in diesem Jahr dem russischen Diplomaten auf die Hand zu schütteln. Und es wird offensichtlich von der deutschen Generalbundesanwaltschaft, ja, dem obersten Strafverfolger, konstruiert, dass Johanna F. zum einen Kontakt zu Reichsbürgern hat, und dass sie nach einer Bewaffnung von Russland nachgefragt haben soll für Reichsbürger. Gibt also um es kurz und klar zu sagen, ja, die Schlagzeile, die hier vorbereitet ist, heißt Russland bewaffnete deutsche Reichsbürger. Gibt es dafür konkrete Beweise? Nun ja, es gibt dafür natürlich keinen konkreten Beweis, aber wir haben es leider in Deutschland jetzt auch mehrfach erleben müssen, dass Menschen einfach sehr lange ohne Beweise in Untersuchungshaft eingesperrt werden. Und wir haben sogar einen ähnlichen Fall auch international vor vielen Jahren auch schon gehabt, wo eine Kriegslüge vorbereitet worden ist, und zwar auch von deutschem Boden aus. Das war der Irakkrieg von 2003. Das Stichwort hier heißt Curveball. Also die ganze Geschichte ist halt leider nicht zu dreist und nicht zu absurd. Sie haben das Stichwort Curveball erwähnt. Wie hängen jetzt Johanna F., der Fall Johanna F., die jetzt auf unbestimmte Zeit in U-Haft sitzt, und Curveball zusammen? Und was ist Curveball? Ja, Curveball ist der Codename eines irakischen Informanten, der im Jahre 2003 von dem US-Außenminister im UNO-Sicherheitsrat benannt worden ist, als Kriegsgrund gegen den Irak. Viele kennen das noch, dass sich der US-Außenminister Colin Powell 2003 in den UNO-Sicherheitsrat gesetzt hat und dort der Welt verkündet hat, dass die USA von einem befreundeten Geheimdienst Informationen hat, dass der Irak Massenvernichtungswaffen hat. Ja? Ja. Und dieser befreundete Geheimdienst, das war der deutsche BND. Ja, der Bundesnachrichtendienst. Und die hatten einen Informanten, von dem sie wussten, dass er lügt. Das wusste auch der deutsche UNO-Botschafter Günther Pleuger. Das hat er auch später in einem Interview beim ersten deutschen Fernsehen auch zugegeben. Somit wusste das auch halt Außenminister Joschka Fischer, Grüne, und der damalige deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder, SPD. Die wussten, dass die USA gerade jetzt lügen, was den Kriegsgrund gegen den Irak angeht. Und das Schlimme ist, es sind rund 1 Million Menschen, Kinder, Frauen und Männer im Irak deswegen gestorben.
Also aufgrund dieser Lüge so viele Tote. Richtig, aufgrund dieser Lüge so viele Tote. Es gibt dazu auch eine gut gemachte Dokumentation des ersten deutschen Fernsehens ARD. Damals gab es offensichtlich noch Journalisten, die etwas Rückgrat hatten. Die kann man sich auch heute noch ansehen. Die ist von 2010 und heißt Die Lügen vom Dienst, der BND und der Irakkrieg. 2. Dezember 2010, 30 Minuten lang, zu finden unter diesem Titel Die Lügen vom Dienst, der BND und der Irakkrieg. Und jetzt Johanna F., um zu ihr zurückzukommen. Curveball, die Lügen um den Irakkrieg bringe ich jetzt persönlich noch nicht so zusammen, aber für sie ist das ganz offensichtlich. Wie gehört das zusammen? Ja, der Zusammenhang ist folgendermaßen. Was jetzt diese Generalbundesanwaltschaft jetzt vorbereitet, ist ja, die sogenannten Reichsbürger in Verbindung mit Russland zu bringen. Und wir wissen ja leider alle, dass die deutsche Regierung nicht nur Munition jetzt in einen heißen Krieg, Ukraine gegen Russland, geliefert hat, sondern auch Kampfpanzer. Und ich bin selber Reserveoffizier der Bundeswehr. Ich weiß, wovon ich spreche und wie schrecklich das ist und dass man das nicht so leichtfertig einsetzen sollte. Was jetzt offensichtlich konstruiert wird, ist ein Zusammenhang mit Russland und den deutschen Reichsbürgern. Und stellen Sie sich die Schlagzeile vor, Russland bewaffnete Reichsbürger. Damit haben wir einen Kriegsgrund, um auch deutsche Bundeswehrsoldaten in einen heißen Krieg mit Russland zu bringen. Deutsche Panzer, deutsche Munition und auch deutsche Ausbilder sind jetzt schon dran beteiligt. Und der nächste Schritt, auch deutsche Bundeswehrsoldaten gegen Russland kämpfen zu lassen, was braucht man da? Wie immer historisch muss man dann eine Lügengeschichte auftischen, dass man selber angegriffen worden ist, dass man zurückschießt. Und jetzt stellen Sie sich genau dieses Konstrukt vor, was mit dieser friedfertigen Frau Johanna F. jetzt gerade vorbereitet wird. Russland bewaffnete Reichsbürger. Also, ja, ein kriegerischer Akt. Und jetzt muss die Bundesrepublik Deutschland sich verteidigen und Bundeswehrsoldaten schicken. Dieses ist weder zu dreist noch zu absurd. Denn eine ähnliche Lüge mit dem Stichwort Curveball ging schon von deutschem Boden aus im Jahre 2003. Das war der Irakkrieg. Also ich kann das mal zusammenfassen. Sie befürchten ein Curveball 2.0 mit dem konstruierten Kriegsgrund. Russland bewaffnet hier die gut organisierten Reichsbürger. Natürlich wirklich ein konstruierter Grund, wie gesagt, um damit Deutschland und Russland in einen heißen Krieg zu verwickeln. Ist das korrekt? Das ist korrekt, genau. Wir haben es hier mit dem Beginn eines Curveball 2.0 zu tun. Und deswegen bitte ich auch alle Bürger, sich einzuarbeiten in Curveball 1.0. Also die Geschichte, zu der es eine gute ARD-Dokumentation von 2010 gibt. Die Lügen vom Dienst, der BND und der Irakkrieg. Und da sehen wir, dass nämlich die deutsche Regierung, auch eine grün-sozialdemokratische Regierung, gewusst hatte, dass der Informant für diesen Irakkrieg, den die USA halt vorgeschoben haben, dass der gelogen hat. Und das hat der deutsche UNO-Botschafter Günter Pleuger auch in diesem Interview gesagt. Ja, der hat gesagt, wir haben es den Amerikanern in unmissverständlichen Sätzen gesagt. In no uncertain terms. Aber natürlich, die Amerikaner haben nicht reagiert. Und das Gute ist, da war ein Journalist, der noch Ehre und auch Professionalität bewiesen hat, und er hat nachgefragt, ja, aber warum haben Sie das nicht öffentlich gemacht? Und da sagte der deutsche UNO-Botschafter Günter Pleuger, aber das würde doch heißen, dass man desavouieren würde. Das tut man nicht. Desavouieren heißt bloßstellen. Und das muss man sich vorstellen, dass diese gute Beamte, ja, mit dieser guten Erziehung lieber 1 Million Tote in Kauf nimmt, Kinder, Frauen, Männer, ja, als bloßzustellen. Und das ist wirklich so passiert. Also Und hier. deswegen müssen wir auch halt jetzt dieser Neuauflage, die
Wenn man jetzt die Pressemitteilung der deutschen Generalstaatsanwaltschaft halt liest, der müssen wir präventiv entgegentreten. Denn jetzt wird 2023 Curveball 2.0 offensichtlich vorbereitet, ja, weil dort schon die Verbindung steht, ja, Reichsbürger hätten bei Russland halt Hilfe erbeten. Und da Johanna F., es ist so absurd, und der Terrorismusverdacht jetzt in Untersuchungshaft ist, sind natürlich dort auch Waffen im Spiel. Und deswegen müssen wir einem solchen Kriegsgrund entgegentreten, damit nicht auch noch deutsche Bundeswehrsoldaten aktiv gegen Russland kämpfen müssen. Jetzt im Vergleich Curveball 1.0 und 2.0, da wäre ja bei 2.0 Deutschland wirklich direkt beteiligt. In Ihren Augen, was würde so ein heißer Krieg zwischen Deutschland und Russland überhaupt bedeuten für Deutschland? Ja, das glaube ich, wissen wir alle. Ich meine, wir haben den Zweiten Weltkrieg erlebt, was das bedeutet. Und nein, also nie wieder Krieg. Und das gilt auch für alle Offiziere der Bundeswehr. Ja, Kriege sind zu verhindern, wenn es irgendwie möglich ist. Und Kriegslügen sind Straftaten nach dem deutschen Grundgesetz. Und Paragraph 11 Soldatengesetz sagt aus, ein strafrechtswidriger Befehl darf nicht ausgeführt werden. Ja? Und es sind hier wirklich Menschen, auch an der deutschen Regierung, ja, die wirklich mit dem Feuer spielen. Und Munition zu liefern, deutsche Kampfpanzer zu liefern, das sind an sich eigentlich schon Kriegshandlungen. Und wohin soll das noch weitergehen? Das Grundgesetz sagt klar aus, wir müssen den Frieden zwischen den Völkern wahren und schützen. Alles andere ist eine Straftat. Es stellt sich natürlich in diesem Zusammenhang die Frage, ist oder war Johanna F. überhaupt Mitglied bei den Reichsbürgern? Nein, das hat sie selber gesagt, dass sie das nicht ist und dass sie damit auch überhaupt nichts am Hut hat. Ja? Sie ist eine friedensvolle Frau, die sich aber natürlich halt für viel halt interessiert und für viele Menschen auch offen ist, aber nicht mehr und nicht weniger. Also kann es sein, dass sie in Kontakt war mit Reichsbürgern, mit denen gesprochen hat? Das ist möglich. Ja, das kann aber auch für alle halt möglich sein, ja. Ich bin auch Arzt, ja. Also ich frage meine Patienten auch nicht, was sie alles halt getan haben. Und selbst wenn, ich mache halt keinen Unterschied zwischen der Hautfarbe, der Religion, der politischen Einstellung, wenn ich jemanden behandle, ja. Und wenn andere Menschen halt irgendwo zusammenkommen, dann ist es halt auch noch lange halt nichts, dass man daraus irgendetwas Schlimmes konstruieren kann. Wenn ich das nochmal rekapitulieren darf, jetzt von den beiden Dingen, die Johanna F. vorgeworfen werden, der Kontakt mit den Reichsbürgern oder die Mitgliedschaft und mit den russischen Diplomaten, das ist eigentlich einfach der Vorwurf einer Kontaktschuld. Also mehr ist nicht nachzuweisen. Ja, also mehr ist noch nicht halt von der Staatsanwaltschaft rausgedrungen, aber in einer Pressemitteilung hat die Staatsanwaltschaft gesagt, dass Johanna F. Die russischen Diplomaten um Hilfe gebeten hätte. Ja, so, das haben die halt schon rausgegeben. Und natürlich, wenn sie das Ganze haben, ja, in dieser Pressemitteilung, Reichsbürger Russland um Hilfe gebeten, ja. Dann schwingt natürlich da immer halt auch der bewaffnete Konflikt und der Terrorismus dort drin. Und tja, stellen Sie sich die Schlagzeile vor. Russland bewaffnete Reichsbürger. Und damit, ja, sozusagen ein aggressiver Akt im Inneren, ja, hätte die westlichen Regierungen hätten dann einen Grund, eben sich zu, in Anführungsstrichen, zu verteidigen, zurückzuschießen und auch die nächste Eskalationsstufe, völkerrechtswidrig zu tun, Bundeswehrsoldaten gegen Russland kämpfen zu lassen. Worin sehen Sie jetzt den Grund, dass Deutschland offenbar immer so der Steigbügelhalter für die Kriegsabsichten der USA zu sein scheint? Nun ja, Deutschland ist das größte und wichtigste Land in Europa und Russland ist auch halt eben ein europäisches Land. Und
Deswegen ist es nicht weit hergeholt, Deutschland halt als ja, Stellvertreter auch zu benutzen. Und jetzt wird schon deutsche Munition und deutsche Kampfpanzer in der Ukraine eben auch benutzt. Dieser Konflikt hätte nicht sein müssen. Es ist sowieso ein ganzes Wahnsinnstheater, wenn man sich die ganzen Hintergründe dazu anschaut. Aber ich möchte mich heute einfach darauf konzentrieren, dass wir Curveball nicht noch einmal geschehen lassen. Denn genau dieses wird mit dem Fall Johanna F. offensichtlich gerade vorbereitet. Und welche Möglichkeiten stehen zur Verfügung? Wie kann man dieser Lüge entgegentreten? Der Lüge kann man eigentlich nur mit Transparenz entgegentreten. Und deswegen müssen die Menschen eben auch verstehen, was bei Curveball 1.0 schon passiert ist. Und deswegen müssen wir auch Ausschnitte aus dieser Dokumentation eben auch zeigen von 2010, wo das Jahre später aufgearbeitet worden ist. Das bedeutet aber Jahre später, dass rund schon 1 Million Kinder, Frauen und Männer zu Tode gekommen sind im Irak. Und dazu gibt es eine gute Studie des Friedensnobelpreisträger IPPNW, das sind die Friedensärzte, die die Studie Body Count erstellt haben. Wie sehen Sie es persönlich, dass eine interessierte Seite den Kampfeinsatz von Bundeswehrsoldaten gegen Russland einfach so herbeilügen kann? Ja, das ist ein Verbrechen. Ein ähnliches Verbrechen wie auch völkerrechtswidrig der Irakkrieg von 2003 auch angefangen worden ist. Und das war auch mit der Unterstützung des deutschen Bundesnachrichtendienstes, des BND. Und der BND-Präsident Ernst Urlau hat in einem Interview am 8. März 2006 auch gesagt, er habe die Rede von Colin Powell im Sicherheitsrat mit Interesse verfolgt. Und er sagte, ich war überrascht, was die Amerikaner alles so an Vorwürfen präsentieren. Trotzdem hat er nicht in diesen Krieg halt eingegriffen, in der Weise, dass diese ganzen 1 Million Tote verhindert worden sind. Und das Gleiche eben auch mit dem deutschen UNO-Botschafter Günter Pleuger, der ja gesagt hat, ja, das würde ja heißen, dass man bloßstellen würde. Und das müssen wir einfach verstehen, und das muss ich auch als Arzt einfach so sagen, genau so kommen diese Sachen, ja, weil gerade auch solche Amtsträger eben kein Rückgrat offensichtlich haben, sondern nur ihr persönliches Interesse. Und es ist auch so sicherlich, dass viele Abgeordnete und auch Beamte wissen, dass sie nicht nur ihre Karriere verlieren, sondern dass sie vielleicht auch mit der einen oder anderen Sache erpressbar sind. Und deswegen kann ich nur allen Menschen dazu raten, eben zur Wahrheit zu stehen, aber auch eben sich zu informieren, ja. Und auch alle Mitarbeiter, Beamte der Nachrichtendienste, der Bundeswehr, Polizeibeamte und auch andere normale Beamte wirklich dazu aufrufen, zum Recht zu stehen und solchen Entwicklungen, die wir tatsächlich ja schon mal hatten, ja, wirklich entgegenzustehen. Und der Fall von Johanna F., ja, ist wirklich halt absolut so absurd wie der Fall von Curveball. So hanebüchern eben dieser Fall daherkommt, er kann trotzdem verwendet werden für das mögliche Bauernopfer Johanna F. Was sehen Sie für sie in der Zukunft? Ich habe sie auch einmal persönlich kennengelernt im Rahmen halt eines Friedensvortrages. Und alle, die sie kennen, ja, die wissen halt wirklich, wie friedvoll sie ist, ja. Und Naivität selber ist nicht strafbar. Und es gibt ja auch jetzt zum Glück schon erste regionale Zeitungsartikel, mit denen man sich halt informieren kann, wie das mit den familiären Verhältnissen aussieht, ja. Wie das auch in dem Umfeld aussieht. Wir können nur hoffen und daran arbeiten, dass sie nicht wie ein Organisator von Covid-19-Demonstrationen, ja, 9 Monate unschuldig lange in Untersuchungshaft sitzen muss, ja, und dass Johanna F. auch vor Weihnachten auch wieder aus dem Gefängnis entlassen wird. Aber im Moment sieht es so aus, als wenn viel Schlimmeres vorbereitet wird. Denn nochmal, dazu gibt es auch eine Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft, ja, die genau halt eine solche Reichsbürgerverbindung zu Johanna F. halt konstruiert und eine Verbindung eben auch zu Russland. Und das ist das Gefährliche.
Ich habe auf meinem Telegram-Kanal, Heike Schöning offiziell, sind dort auch Fotos und auch Hintergrundinformationen nochmal hinterlegt. Es ist jetzt wirklich eine wichtige Sache. Also die Menschen müssen aktiv werden, müssen sich informieren. Juristisch geschulte Menschen können sich vielleicht sogar einsetzen für Johanna F., wer weiß. Aber es ist nicht die Zeit in dem Fall in ihren Augen, um sich zurückzulehnen und abzuwarten, was passiert. Nein, ganz im Gegenteil. Man kann das ja in diesem Fall Curveball eben sehen. Es kommt kein anderer und nimmt seine Pflicht wahr. Das hätte der BND-Präsident Ernst Urlau machen müssen. Oder halt der deutsche UNO-Botschafter Pleuger. Oder der grüne Außenminister Fischer, der SPD-Kanzler Schröder. Die haben das nicht getan. Ja? Die haben nicht gesagt, Moment mal, die Information, die hier halt in unserem Beisein im UNO-Sicherheitsrat 2003 gewesen sind. Wir wissen, dass diese Informationen falsch sind. Wir haben diese Informationen weitergegeben mit unmissverständlicher Zusatzinformation, dass diese falsch sind. Und trotzdem benutzten die Amerikaner das. Im Zuge dessen sind über 1 Million Menschen gestorben. Vielen Dank, Heiko Schöning, für dieses Gespräch. Vielen Dank für die Aufklärung, die hoffentlich dazu beitragen wird, dass es nicht so weit kommt, dass es nicht zu einem heißen Krieg zwischen Deutschland und Russland kommt. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Danke vielmals. Herzlichen Dank für die unabhängige Berichterstattung und herzliche Grüße in die Schweiz. Dankeschön.